also gemerkt, schwul zu sein habe ich eigentlich ja mit Anfang der Pubertät, wo halt das sexuelle Empfinden kommt, wo jetzt ein anderer, glaube ich, merkt, dass er halt hetero ist. So habe ich halt gemerkt, dass die Neigungen halt eher ins Gleichgeschlechtliche gehen. Und das habe ich so eigentlich immer reflektiert sozusagen aufgenommen und auch so mit meinen Eltern besprochen, verbalisiert. Also es gab nie ein Outing bei mir. Es stand irgendwie so unausgesprochen selbstverständlich im Raum. Also ich bin niemals irgendwo rumgegangen, habe gesagt, so, ich muss euch allen was sagen. Scheiße, dass ich schwul bin, habe ich mir nie gedacht, beziehungsweise ich habe es nie bereut oder, also bereut, ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich habe mich nie dafür geschämt, sage ich jetzt mal, schwul zu sein. Ich habe aber natürlich auch negative Erfahrungen gemacht, gerade in der Schulzeit. Kinder und Jugendliche sind grausam, ist halt so. Und wenn irgendwer mit irgendeiner Art der Andersartigkeit da langkommt, ist das natürlich schon Objekt oder auch Zielobjekt für viele Menschen, die ihre eigene Unzufriedenheit vermutlich, keine Ahnung. Ist aber klar, in der Schulzeit habe ich viele negative Erfahrungen damit gemacht. Man wird damit konfrontiert, auch aufgezogen, gehänselt, ausgeschlossen. Also ich möchte auf jeden Fall verändern, dass es halt noch in diesem Sonderstatus ist, diese Homosexualität, dass, ja, ob es ein Outing zum Beispiel von Thomas Hitzlsperger ist, das war ja vor kurzem, und auch selbst da, wo es heißt, oh gut, der outet sich als erster schwuler Fußballer, selbst das ist für mich ja schon so eine Sonderstellung, weil warum noch outen? Also das ist halt das Problem, oder das ist sozusagen ein Manko, wo ich gerne mitwirken würde sozusagen oder an diesem Strang ziehen, weil diese Sonderstellung halt immer wieder, die ist halt noch sehr präsent und man trifft sie halt immer wieder. Oder ob es irgendein Mädchen ist, das sich fragt, bist du schwul? Oh, voll süß, jetzt musst du mein bester Freund werden.